Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Die zweite Folge nach der erfolgreichen ersten, in der wir im European International Cup 2 Siege eingefahren haben, geht's heute weiter. Zunächst einmal mit dem Transferangebot für Christian Schulz vom FC Schalke 04, das wir aber zunächst einmal ablehnen bzw. noch ein bisschen erhöhen möchten. Denn wir möchten für unseren ehemaligen Kapitän, kann man mittlerweile schon sagen, ein bisschen mehr Ablöse rausschlagen. Heute geht's erstmal noch gegen Newcastle United und dann auch schon ins Halbfinale des European International Cup, denn darin stehen wir nach den beiden Siegen gegen Watford und gegen Celta Vigo, haben ein paar Scout-Berichte bzw. Spieler gescoutet bekommen aus der Barclays Premier League, unter anderem Federico Fernandes, Steven Corker, Maya Yoshida, der eventuell interessant ist, weil wir ja bereits zwei Japaner in unserer Reihe haben, beispielsweise Kiyotake und Sakai, nicht beispielsweise, sondern Hiroshi Kiyotake und Hiroki Sakai sind die beiden Japaner, die wir momentan haben. Wir stellen ein bisschen um für das Spiel gegen Newcastle und zwar spielt unter anderem, glaube ich, auch Kiyotake in der Startelf. Karaman sehen wir mit einer 66 und Form nach unten. Ich muss euch dazu was sagen, das habe ich in der letzten Episode schon angesprochen, und zwar sind die Attribute teilweise falsch. Karaman ist im FIFA 16 Karrieremodus Linksfuß. Kann mir mal jemand erklären, warum der Linksfuß ist? Der ist Rechtsfuß, aber sowas von Rechtsfuß. Der ist relativ beidfüßig, aber trotzdem ist der Rechtsfuß. Ich weiß nicht, wie man sowas verkacken kann. Also das Rating an sich ist ja schon halber Witz. Momentan eine 64, da kann man ja noch mit leben, ja? Aber dass der Kerl tatsächlich angeblich Linksfuß ist, das weiß ich nicht, verstehe ich einfach nicht. Könnt ihr mir gerne meine Kommentare schreiben, ob das bei euren Lieblingsverein teilweise vielleicht auch so ist. Und wenn ja, was ihr so davon haltet, weil ich finde das schrecklich. Wir gehen ins Spiel gegen Newcastle, viel Spaß und bis gleich. Hannover 96 im European International Cup zum zweiten Mal zu Gast im Old Trafford, diesmal gegen Newcastle United, das heißt wieder gegen einen englischen Vertreter. Gegen den letzten hatte man 2-0 gewonnen gegen den FC Watford. Newcastle, das zweite Team, das bereits als weiterkommender Teilnehmer aus der Gruppe B feststand. Wir springen rein in die Partie, angepfiffen vom guten Schiedsrichter Mark Klettenberg, der das Ganze heute leitete. Und die erste Aktion war eine Ecke nach 8 Minuten. Kiyotake erstmals in der Startelf auf Hoffmann, 1-0, so schnell kann das gehen. Der deutsche U21-Nationalspieler mit seinem Kopfballtreffer erstmals seit Ewigkeiten wieder in der Startelf bei Hannover nach seinem Kreuzbandriss und den anfolgenden bzw. nachfolgenden Verletzungen. Und hier kann er den Kopfball nach der Flanke von Hiroshi Kiyotake perfekt platzieren und direkt das 1-0 erzielen. Hannover machte weiter von Newcastle, bei der Anfangsphase nichts zu sehen. 39. Minute, der Ball auf Salif Sané, der auf Maurice Hirsch und der weiter auf Mevlüt Erdinç, der es mal versucht, aber kein Problem für Karl Dahlau, der den Ball da locker aufnimmt. Weiter über Ofe Bech, wir sind in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wunderbarer Haken geschlagen, die Flanke auf Hiroshi Kiyotake, der Kopfball ist perfekt, der steht 2-0 für Hannover 96 und das durch den kleinen Japaner, der kleine Ofe Bech, 1,65 groß, mit der Flanke auf Hiroshi Kiyotake, und der 1,72 große Japaner macht mit dem Kopf alles richtig perfekt. Platzierter Kopfball hier gegen die Defensive von Newcastle, die den da überhaupt nicht auf der Rechnung hatte, was auch klar ist, und aus 11 Metern ist der Ball dann drin und unhaltbar für Karl Dahlau. Von Newcastle kam weiterhin nichts, zweite Halbzeit, ein Vierfachwechsel bei Hannover 96, unter anderem kam Felix Klaus und Arthur Sobirk in die Partie, die erste Ecke von Edgar Pripp in die Mitte geschlagen, und da steht Felix Klaus direkt mal nach 57 Minuten setzt der deutsche U21-Nationalspieler ebenfalls wie Hoffmann den Ball allerdings am Tor vorbei. Dann ein Schussversuch von Maurice Hirsch, der ebenfalls am Kasten von Karl Dahlau vorbeiflatterte, und dann kam Newcastle mal so langsam aus der Reserve raus, versuchte was nach vorne, das ist Moussa Sissoko, der Franzose, aber schießt am Tor von Radlinger vorbei, der auch heute wieder im Kasten der 96er stand, der U21-Nationalkeeper, der Österreicher, der hier auch den Ball wunderbar abwehrt, wieder nicht das Gegentor für Hannover, weiterhin ja ohne Gegentor, 5 Tore bisher und kein einziges Gegentor. Sie hätten sogar weitere Tore schießen können, Karaman versucht hier abgefälscht, und im Endeffekt kommt Sobirk dann nicht mehr zum Zug in der 90. Minute. Das war es dann aber auch, 0-2, das heißt das zweite Mal ein 2-0 gegen einen englischen Vertreter im European International Cup für Hannover, die somit als Gruppensieger der Gruppe A im Endeffekt rausgehen und im Halbfinale stehen. Die Fans freuen sich und wir uns auch. Wir sehen uns dann im Halbfinale. Man of the Match Hiroshi Kiyotake, dazu kann man nichts sagen, er hat eine Vorlage nach der Ecke gemacht und natürlich dann auch noch ein Kopfballtor, weil wenn wir treffen, dann treffen wir so. 2 Kopfballtore in dieser Partie, im Halbfinale spielen wir jetzt gegen den nächsten englischen Vertreter, gegen West Bromwich Albion, das heißt wir spielen so ein bisschen gegen die Unterklasse, sage ich mal, der Barclays Premier League, was ja aber auch ganz interessant sein kann, denn wir sind ja auch nicht unbedingt die Alpha-Klasse der Bundesliga, sondern die Unterklasse. Wir haben einen B-Star Maximin, der Stats-Upgrade bekommt, allerdings noch nicht kein Rating-Upgrade, das wird aber hoffentlich in den nächsten Wochen irgendwann passieren. Schalke bleibt bei 2,3 Millionen, die sie für Christian Schulz bieten. Wir wollen natürlich irgendwie zumindest ein bisschen über Marktwert kommen, deswegen sagen wir 2,5 und schauen mal, was sie darauf antworten werden. Haben als nächstes das Spiel gegen West Bromwich Albion. Davor aber nochmal ein paar Scout-Berichte, die wir natürlich abhaken wollen, beziehungsweise bei denen wir gucken wollen, was so geht. Beispielsweise Hakim Ziyech haben wir hier, wir haben Katsiakas, wir haben Velenya, wir haben im Endeffekt Tornstra. Das sind die einzigen drei aus den Niederlanden, die wir auf unserer Liste behalten. Gucken uns mal an, was in England so geht, beziehungsweise was wir in England so gescoutet haben. Das machen wir gleich davor, löschen wir nochmal ein paar unnötige Transferberichte und haben hier unter anderem Jerry Mbakogu, der sehr interessant aussieht, ist ein
alter nigerianischer Stürmer von Kapi, hat relativ gute Werte, was Dribbling angeht, dazu einen guten Abschluss und gutes Kopfballspiel und die physischen Attribute sind bei ihm einfach überragend und gerade sowas brauchen wir, einen physischen Stürmer, der vor allem auch schnell ist, denn wir haben mit Sobek, Benchop und Erdinc nicht gerade die schnellsten Stürmer und dementsprechend müssen wir da nachrüsten. Vielleicht wird Jerry Mbakogo unser erster Neuzugang, wir werden sehen. Auf der englischen Seite haben wir Enner Valencia, der wahrscheinlich ein bisschen teuer ist. Angela wäre auch kein uninteressanter Innenverteidiger, wäre vielleicht auch realistisch, weil er noch nicht so alt ist, aber noch nicht so jung, das heißt, genau im besten Fußballalter, wir sollen ja nicht nur Talente suchen, das werden wir auch nicht machen in den Karrieremodus, wie gesagt, ich will es realistisch halten. Ob das im Endeffekt was wird, werden wir sehen. Aber an sich denke ich mal, dass man da bestimmt was finden kann. Wir spielen jetzt gegen West Bromwich Albion. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Halbfinale im European International Cup, Hannover 96, das dritte Mal gegen einen englischen Vertreter, diesmal gegen West Bromwich Albion an der Anfield Road, das zweite Mal und bereits das zweite Mal, dass die Möglichkeit bestand, dass Hannover in ein Finale einzog, denn sie haben bereits ein Vorbereitungsturnier gewonnen, den Lublin Cup dieses Jahr in Polen und natürlich wollten sie in diesem englischen Turnier genauso weitermachen. Viele mitgereiste Fans, beziehungsweise Fans, die sich neutral, ja quasi in den Trikots der Hannoveraner gehüllt hatten, Radlinger im Tor, davor unter anderem mit Sorg oder auch mit Kiyotake, Stammspieler oder auch mit Saint-Maximin, einer, der sich momentan so ein bisschen an die Startelf rankämpft. Auf der anderen Seite haben wir auch interessante Spieler und interessante Namen zu verzeichnen. Unter anderem Ben Foster im Tor, davor Gamboa, Chester McAuley und der ehemalige Hannoveraner Sebastian Pocognoli dürfte gegen seinen Ex-Verein ran, vorne in der Sturmspitze Viktor Anicebe. Es war also alles vorbereitet für ein richtig interessantes Halbfinale, erstes Halbfinale in diesem Pokal. Spielerdebüt von James Chester, gewechselt von Hull City zu ja, den Männern von West Bromwich Albion. Allerdings war der erstmal in der Defensive gar nicht so wirklich gefragt. Wir springen bereits in die 13. Minute. Da kommt der Ball dann in die Mitte auf Mevlüt Erdinc. Der Schuss geht aber am Tor vorbei. Chesters Gegenspieler wäre es gewesen, aber er geht nicht richtig drauf. Dementsprechend nicht gefragt. 30 Meter Freistoß, Kiyotake in der 30. Minute. Es waren sogar 36 Meter. Der Ball ging in den Pfosten. Klasse Parade von Foster. Und das war es dann auch aus der ersten Halbzeit. Mehr passierte nicht. In der zweiten Halbzeit musste ein bisschen mehr gehen. Gerade bei West Brom, bei denen in der Offensive noch absolut nichts passierte. Sollte dann in der zweiten Halbzeit sich einiges ändern. Allerdings startet direkt erstmal Kiyotake wieder durch. Macht das hier klasse. Setzt sich durch gegen die Defensive und versucht einfach mal aus der Distanz und wieder muss Foster eingreifen. Der Japaner, der auffälligste Spieler auf dem Platz mit dem 36 Meter Freistoß und dieser Aktion richtig gut dabei. 55. Minute, Flanke von Saint-Maximin, das Ganze abgewehrt, allerdings schlecht geklärt in die Mitte zu Kiyotake, die machten sie richtig stark hier. Die Männer von West Bromwich Albion erscheinen allerdings an der Defensive, weil er zu überrascht war und diesen Ball nicht verwerten konnte. Dann kamen die Engländer selber mal nach vorne, McManaman mit der Flanke in die Mitte, der Flugkopfball von Jakob, das war die beste Chance von West Brom in der ganzen Partie bis zu diesem Zeitpunkt. Allerdings verzieht der Argentinier mit seinem Kopfball knapp. Auf der anderen Seite Oliver Sorg mal aus der Distanz mit dem Versuch. Foster ist wieder der Karaman, kommt ein bisschen zu spät. Foster allgemein der auffälligste Spieler bei West Brom. Dann der Flankenversuch von Felix Klaus, eingewechselt, kriegt den Ball nochmal zurück, nochmal die Flanke und Sobek ist da. 1:0, 86. Minute. Die überfällige Führung für die 96er, die das bessere Team waren und dementsprechend hier verdient in Führung ging. Da feiert die ganze Mannschaft mit dem polnischen Nationalspieler, der momentan ein bisschen ausgemustert ist nach den Verpflichtungen von Benchop und von Mevlüt Erdinc, hier aber zeigt, dass er Torjägerqualitäten hat. Benchop hatte sich im ersten Spiel verletzt, war dementsprechend gar nicht im Kader und Sobek kann dementsprechend seine Chance so nutzen. West Brom versuchte zurückzukommen, wieder Claudio Jakob an die Latte. Da wäre Radlinger wohl chancenlos gewesen, aber so blieb es beim 0:1 aus Sicht von West Brom. Hannover 96 zieht also ein ins Finale des European International Cup und dank Felix Klaus und Arthur Sobek. Beide eingewechselt, die klasse Flanke von Felix Klaus wurde erst noch abgewehrt. Die zweite klasse Flanke war dann kein Problem für den Polen irgendwie einzunetzen. Der beste Spieler auf dem Platz bei West Brom war, ja richtig, Ben Forster im Tor. Man kann sich ein bisschen fragen, wie die überhaupt ins Halbfinale gekommen sind. Jetzt spielen sie im Spielplatz 3. Gegen einen interessanten Gegner, gegen wen Hannover spielt, sehen wir dann im Finale. Bis bald. Südli, wir gewinnen also das Spiel gegen ja, West Bromwich Albion und dürfen im Finale gegen Leicester City spielen. Das wurde wahrscheinlich vom Spiel selber so gemacht, dass Newcastle nicht nochmal als zweiter Gegner dabei rumkommt. Wir spielen also gegen die Foxes, die ja momentan in der Realität richtig aufräumen und Tabellenführer sind. Der Barclays Premier League, die größte Überraschung eventuell im Profifußball überhaupt momentan. Ich bin gespannt, wie sie sich gleich gegen uns präsentieren werden. Natürlich wollen wir jetzt mal das Ganze ausprobieren mit diesem Legende-Schwierigkeitsgrad, der nicht höher geht. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Es gibt keine Möglichkeit, den höher zu stellen. Allerdings können wir halt die Spielgeschwindigkeit auch schnell stellen. Und das werde ich auch machen. Und das macht, habe ich im ersten Spiel nicht so gemerkt, aber es macht tatsächlich einen Unterschied. Und dementsprechend mal schauen, wie das so wird. Wir versuchen immer noch ein bisschen mehr Geld für den Kollegen Christian Schulz rauszuschlagen. Machen Björn Engels und Leander Dendocker. Die wollen wir beide mal scouten. Imo Ezekiel ist an sich auch ein interessanter Spieler. Mal sehen, ob wir den auch noch scouten. Ich glaube eher nicht. Stefan Mitrovic löschen wir, glaube ich, ganz. Genau, Ezekiel, ja, beobachten wir doch. Genauso wie Trebell, Dejager, Neto, Pratt und Kabasele, Kums und den Kollegen anderen hier. Ja, Kums beobachten wir sogar auch. Steven Defour auch. Irgendwen haben wir runtergenommen. Ich weiß gar nicht, wen. Ist auch alles schon ein bisschen näher. Abschlussberichte zu Alexandro Maxin und Chris Löwe. Löwe sieht an sich sehr
sehr interessant aus, kann flanken und genau das ist, was ich brauche. Ich brauche einen Ersatzspieler, beziehungsweise einen Alternativspieler, der flanken kann und schnell ist. Als Ersatz für Albonos. Maxim wäre der Zehner, als Ersatz für Kiyotake wäre auch interessant. Ob er kommen will, wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, die beiden zu verpflichten. Ob das klappt, ist die große Frage. Wir gehen jetzt erstmal weiter zum nächsten Spiel, zum Finale gegen Leicester City. Ich habe hier übrigens gerade nochmal nachgeguckt im Hintergrund. Ich habe dann Cut gemacht, habe da gar nicht gesehen, weil ich ein Fuchs bin. Aber, ja, apropos Fuchs, wir spielen gegen die Fox. Das ist ja jetzt auch ein lustiger Zufall. Aber egal, ich habe geguckt, es gibt wirklich keinen Ultimativgrad mehr. Das gab es früher mal, mittlerweile kann man das nicht mehr freischalten. Dementsprechend müssen wir das Ganze auf schnell stellen. Aber wie gesagt, das macht einen kleinen Unterschied. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, dass es einen Unterschied macht oder nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass das schon macht. Und dementsprechend versuchen wir das einfach auf diese Art und Weise. Stellen in den Sturm mal wieder Mevlüt Erdinç für die heutige Partie. Radlinger geht nicht in den Kasten, sondern Thieler das erste Mal, weil es ein Finale ist und weil ich da gerne unseren Stammkeeper hätte, weil ich den Pokal doch ganz gerne gewinnen würde. Wir haben trotzdem sehr viel ausprobiert, sehr viel rotiert und sehr viele Jugendspieler mal spielen lassen, denen die Chance gegeben, unter anderem auch Teichgräber, was vielleicht einige von euch gar nicht erwartet hätten, dass ein 55er Overall bei mir spielt. Aber doch, auch der soll seine Chance haben und ich habe mir so einen kleinen Überblick gemacht, weiß jetzt ungefähr, wen ich loswerden kann, beziehungsweise wen ich loswerden muss und wer bei mir eine Zukunft hat. Wie das Ganze laufen wird, werdet ihr unter anderem nach dem Spiel gegen die Foxes sehen. Das ist erstmal jetzt dran. Ich wünsche euch viel Spaß und den Pokalsieg und bis gleich. Finale des European International Cup und das mal wieder im Old Trafford. Hannover zum dritten Mal in diesem Turnier, in diesem Stadion aktiv. Genauso gilt es für Leicester City. Die Foxes ja mittlerweile aufgestiegen und sich in der ersten Saison gut gehalten. Der Premier League zum Ende hin gerade nochmal gerettet aus der Abstiegszone. Genauso wie auch Hannover 96, das heißt zwei Teams auf Augenhöhe, die sich beide gut durchgesetzt hatten. Leicester City im Elfmeterschießen gegen Newcastle United Hannover mit einem 1-0 Erfolg, dem späten 1-0 Erfolg gegen West Bromwich. Albion bei Hannover, die Startelf ein bisschen verändert. Er spielte die Elf, die eventuell in der Liga die Stammelf werden sollte, unter anderem Ron-Robert Zieler erstmals im Kasten in diesem Turnier. Auf der anderen Seite Robert Huth und Shinji Okazaki, beides ehemalige Bundesligaspieler mit ihren Debüts für Leicester City. Wir springen rein in die Partie. Sané versucht es mal nach 9 Minuten mit dem ersten Torschuss-Tor von Kaspar Schmeichel. Der Däne kann den Ball aber locker aufnehmen. Hat allerdings Probleme, denn in der Anfangsphase ließen seine Verteidigung öfter mal im Stich. Das ist Mevlüt Erdinç, der versucht es aus der Distanz am Tor vorbei. Allerdings 22 Minuten waren da rum. Dann versuchten es die Foxes mal nach vorne, spielten hinten rum und wurden bestraft. Das ist Felix Klaus, der sich klasse den Ball erobert, wieder auf Mevlüt Erdinç spielt und er zieht aus der Distanz einfach mal ab, aber am Tor vorbei. Kaspar Schmeichel muss nicht eingreifen. Der Türke scheitert hier nach seinen 2 Toren in den ersten beiden Spielen mittlerweile nicht mehr ganz so erfolgreich. Auf der anderen Seite die erste richtig gute Chance für Leicester City, aber Ron-Robert Zieler zeigt direkt mal, warum er der Stammtorwart und auch Nationalkeeper der deutschen Nationalmannschaft ist. Auf der anderen Seite nach der Halbzeit die erste Chance wieder, ja, für die Männer von Leicester City. Ein Kopfball nach 2-mal abgewehrt eigentlich von Danny Simpson und da muss Zieler den Ball über die Latte lenken. Das war ganz schön gefährlich, der Kopfball des englischen Rechtsverteidigers. Allerdings geht der Ball über den Kasten. Dann kommt Hannover 96, Leon Andreasen einfach mal aus der Distanz und gegen seinen Landsmann muss Kaspar Schmeichel da die Hand ausfahren. Das war ein richtig schöner Versuch des Routiniers im Hannover Mittelfeld. Dann gab es einen Antritt von Alain Saint-Maximin in der 82. Minute, geht hier klasse durch die ganze Verteidigung durch, legt nochmal quer auf wieder Andreasen und der scheitert schon wieder an Kaspar Schmeichel. Der Landsmann macht seinem dänischen Nationalspielerkollegen da einen Strich durch die Rechnung. Letzte Chance der Partie nochmal von James Wardy. Es war Robert Huth, Entschuldigung, Robert Huth ist aber kein Stürmer und kann den Ball dementsprechend nicht im Tor unterbringen. Wir stehen ins Elfmeterschießen und da verschießt Uloa den Ball zum zweiten Mal für Leicester. Dass sie die dementsprechend die Chance für Kenan Karaman alles klar zu machen gegen Kaspar Schmeichel, aber auch der Deutsch-Türke verschießt und dementsprechend gibt es die Chance jetzt irgendwie nochmal ranzukommen für Mark Albrighton, der zentrale Mittelfeldspieler von Leicester City, ehemaliger Aston Villa-Akteur, verschießt aber und somit gewinnt Hannover 96 auch das zweite Vorbereitungsturnier in der Saison 2015-2016. Ron-Robert Zieler einen Elfmeter gehalten und zweimal die Schützen so verunsichert, dass sie verschossen haben. Die Fans natürlich sehr zufrieden und das vollkommen zu Recht. Hannover 96 gewinnt auch verdient. Diesen Pokal hat sich im gesamten Turnier sehr, sehr gut präsentiert, war nie die unterlegene Mannschaft und dementsprechend hat MGT sicherlich einen guten Eindruck gewonnen, wen er in seiner Mannschaft weiterhin verwenden kann. Ja, ein Pokalsieg zum Anfang einer Amtszeit ist auch immer sehr, sehr schön. Wir gewinnen den European International Cup, hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber wir haben uns gut durchgesetzt und dementsprechend alle 5 Spiele, wenn auch erst das letzte Elfmeterschießen, gewonnen. In der nächsten Episode geht's dann bereits in die Bundesliga und es gibt ganz viel Transfer-Action, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, denn da wird einiges passieren, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die Episode wird auch deutliche Überlänge haben und dementsprechend mache ich jetzt einmal eine Kommentierpause, weil mein Mund langsam fusselig wird und allgemein das Ganze ein bisschen anstrengend ist, wenn man die ganze Zeit kommentiert. Ich hoffe trotzdem, diese Episode hat euch gefallen, wir machen nochmal Spiele
Spielertraining und simulieren noch mal ein bisschen nach vorne. Wenn das der Fall war, wenn es euch wirklich gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und schaut vor allem bei Footy vorbei. Sein Link ist in der Videobeschreibung. Er hat auch wieder dieses Thumbnail kreiert, beziehungsweise den Standard-Sample für diesen Thumbnail kreiert, wo ich ihm sehr, sehr dankbar für bin. Und ich denke mal, gerade an Weihnachten kann man bei dem Jungen mal vorbeischauen und ihm Abo dalassen, was der designen kann, auch für beispielsweise Dr. Jones. Das ist der absolute Wahnsinn und das verdient auf jeden Fall hohe Anerkennung. Wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt sauber und habt auf jeden Fall noch eine wunderschöne Nachweihnachtszeit. Ich weiß gar nicht, wann das Video kommt, aber wenn Nachweihnachtszeit, dann Nachweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Haut rein und ciao. Haut rein.